Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Schlacht und Mittelerde 2, The Age of Dringmod. Ja, das letzte Mal ist ja nicht wirklich so prickelnd verlaufen. Und vielleicht sollte man überlegen, seine Trainingstaktik ein bisschen abzuändern. Ich würde sagen, wir machen trotzdem wieder komplett Medium. Aber suchen wir mal eine andere Karte aus, die man vielleicht besser defenden kann, wenn man ein schlechtes Team ist. Hört sich beschissen an, ist aber so. Und dafür brauche ich dann halt irgendwas, wo keine Zwischenwege und sowas sind. Das ist eine neue Karte, okay. Ich glaube, die kenne ich sogar. Die Old Brown Lands. Navara, das ist Mordor, das kennen wir. Mikros Elves. Okay, oh, ja. 1, 2, 3 Übergänge zu bewachen, aber da hätte es Platz. Okay, dann sammle ich mich mal, dass ich hier anfange. Ich setze mir jetzt einfach mal einen Punkt, wo ich sitzen will. Rules passen eigentlich vollkommen, wie immer. Und random, würde ich sagen, let's go. Und, ich bin Lori. Auf der Karte hätte ich voll den Vorteil, wenn ich ein Ork oder irgendwas Böses wäre, weil ich Holz fällen kann. Und wir haben Isengard auch noch dabei. Isengard, Mordor, Misty Mountains, Gondor, zweimal Rohan. Das kann unangenehm werden, Leute. Baumaterial. Und ich bin eh schon nicht so der Fan von Lorien. Ist das, ja, das müsste eigentlich die Schmiede sein. Unterwegs. Also wir müssen hier defenden. Hier den Übergang defenden. Und hier den Übergang defenden. Dann sind wir gut. Stuns every enemy unit in a small area for a short duration. Das nehmen wir. Das ist das kleine Abfall. Exakt. Nope. A mullein tree has blossomed. Baumaterial ist unterwegs. Werkzeuge bereit. War es nicht so, dass hier auch die Militärgebäude sind? Nee, haben wir das nicht. Baut dieses Land auf. Ich baue direkt mal ein und was sollen wir bauen? Direkt Werkzeuge Flaggen. Bereit. Es wird Zeit, etwas zu bauen. Kann man die nicht auch so bauen? Genau, die kann man upgraden. Die können. Das ist der große Vorteil an die kann man upgraden. Ich tue gleich mal meine zwei Upgraden. Die, ah, das ist gar keiner. Ich setze aber gleich mal hier einen Turm. Hier einen Turm und dann hier einen Turm. Wir haben noch viel zu tun. Old Flat Tree. Ein vortrefflicher Bauplatz. A mullein tree has blossomed. Baumaterial. The banners have been woven. The banners have been woven. Baumaterial ist unterwegs. We ich wollte nur kurz garrison. Meine Augen entspannen. Ein vortrefflicher Alter, Bauplatz. Mein Jungtier ist dann wieder laut unterwegs, ne? Lorien Commanders. Wie viel kostet der? 325. Den haben sie jetzt geupdatet und jetzt hat er nämlich auch hier einen Bogenschützen dabei. Das ist cool. Schauen wir mal, dass wir diesmal ein bisschen schnell eine Garnison erhalten. Das ist nicht genau sowas wieder. Warum? The golden wood grows. Ich bringe Skittering das Baumaterial. Watch out. Baumaterial ist unterwegs. Ich hab schon gesehen, da unten sind wieder die Spinnchen. Wir kämpfen für Mittelerde. So, die erste Division haben wir, die sind nicht auch schon groß. Oh. 100. Oh, das sind Preise, die angenehm sind. So, die schalten wir dann als erstes gleich mal aus. Dann tun wir hier die Fenster. Ja. Ach nee, da ist noch. Wir haben noch viel zu tun. Da ist noch eins. Warte mal. Dann tun wir hier unten. Ich versuche jetzt relativ engmaschig zu bauen. Ich bringe das Baumaterial. Da setze ich jetzt auch mal hin. Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen. Skittering Spiders! Watch out! Ja, ist ja gut. Wir haben alles unter Kontrolle. Muss man die Türme noch besetzen? Oder wie es war das? Zeit, etwas zu bauen. Ah ne, die musst du erstmal upgrade the Battle Tower Archers with a Melon. The Golden Wood grows. The Golden Wood grows. So. Achtet auf eure Schritte. Ich würde erst versuchen, hier oben zu upgraden, weil das ist nochmal umringt vom Fluss. Oder das hier irgendwie stabil defenden? Die zwei Seiten? Bogenschützen Loriens, macht euch bereit! The Golden Wood grows. Schnell, Elben des Waldes! Und sozusagen nach hier oben upgraden in den Bereich hier.
Weil der hat nur zwei oder drei Übergänge. Was nochmal angenehm macht. Macht euch bereit, Elm. Los geht's! Wir haben noch viel zu tun. Take up arms. The enemy attacks. Baut dieses Land auf. So, Spinnen kriegen wir relativ tot. Vorteil ist, die Elben hier, die Lorien-Elben, haben auch gleich Speerkämpfer. Und das halt auch als eine der ersten Einheiten. Oder du hast reiterlich gleich mal in der Defense stehen. Unser Turm kämpft schon mit Malern. Und ich glaube, du kannst hier sogar noch Bogenschützen reinorganisieren und die stehen dann hier drum. Bleibt wachsam. Das werden wir, glaube ich, sogar machen. Achtet auf eure Schritte. Eins, zwei. Ah, ich brauche ein drittes Divisionchen noch, bitte. Komm schon, 325, das geht sogar vom Preis her voll. The enemy has arrived. The enemy has arrived. Baumaterial. Wir müssen die Wälder schützen. Jo, dritte Division. Galadrim, two arms. Galadrims, two arms. Die schaffen uns eh nichts, also von daher, der Turm ist super. Dorian schickt seine Bögen. Die Türmchen sind subi. Werkzeuge bereit. Genau, one tree at a time. Ein vortrefflicher Bauplatz. Wo sollen wir bauen? Bin schon unterwegs. So. Da haben die sich gleich mal hin platziert, okay. Haltet nach dem Feind Ausschau. Die Mauern schützen uns. Die Mauern schützen uns. Ja, unsere Türme, die wir hier setzen werden. Versucht dann nach hier vorne schon mal zu expandieren ein bisschen, um sozusagen eine zwei oder drei reihige Verteidigung aufzubauen. Loriens. Macht euch bereit. Schnell, in da den kommen Turm. Die gerne hin. So. Behold, a new Malon tree has das ist halt grown. Einiger besserer Turm dann. Im Grunde, wenn man es so sieht. So, ich will dann gerne Ending haben, bitte. Ich glaube, mehr Platz haben wir hier aktuell noch nicht. Doch, wir können hier noch was platzieren. Warte Baumaterial mal. Ist unterwegs. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? Wir bauen mal hier hin. Baut dieses Land auf. Turm hin. Lorien schickt seine Bögen. Lorien schickt seine Bögen. Die Mauern schützen uns. Wir haben halt hier oben eine komplette Division jetzt stehen an Bogenschützen. Weil so ein Turm hat natürlich einiges, finde ich, mehr Kraft als zwei, drei normale Türme. Und wenn du sie natürlich dementsprechend noch upgradest am Ende, noch besser. Aber wir sind gleich Level 2, bedeutet, wir können hier die Bögen machen. Oh, für 1000. Ich setze bei Lorien meistens auf die Bogen. Also wenn ich so spiele, Bögen. Immer Bögen. Bogenschützen Loriens. Macht euch bereit. Zieht eure Waffen, Elben. Weil es sind halt eigentlich auch im Film und alles eher Bogenschützen, ne? Sind ja nicht so die Nahkämpfer, obwohl sie haben ja alles ein bisschen perfektioniert. Wenn du es so siehst. We've improved the storehouse. We improved the storehouse. Perfekt. Was kostet hier das Upgrade? 600. Eieiei. So. Come on. Upgrade. Da gibt es auch bessere Bogenschützen noch. Wo sollen wir bauen? Ich muss jetzt dann langsam einen Expansionsdrang eigentlich einhalten. Hier den ersten Turm hinsetzen, um den ersten Übergang zu sichern, damit wir hier runter marschieren können. Ich darf bloß den nicht denselben Fehler wie letztes Mal machen und sozusagen einen Feind schützen, der mir Energie kostet, während ich von den anderen angegriffen werde. Ich muss relativ schnell ausradieren anfangen. Und das würde ich gerne mit einem Ending gleich mal machen. Mit dem bin ich effektiver und schneller. Hoffe ich, vermute ich. Wenn die Feuerpfeile sind, dann nicht mehr. Ein vortrefflicher Bauplatz. The garrison has been expanded. Schick. Oh, better build speed 25%. The enemy is attacking us. Genau, Turm ist. Jetzt haben wir halt die ganzen Bogenschützen, die oben auch noch kämpfen, ne? Und jetzt schicken wir unsere Truppen gegen. Alter, Reiter, die müssen doch in Speeren stehen bleiben.
Ah, sie haben es nicht überlebt. Achtet auf eure Schritte. Das ist schon mal positiv. Wie der Wind. Werkzeuge bereit. Wir haben hier noch einen Baumeister. Wie viel kostet das? 1500! Research Special Faction Upgrades. Oh, das ist gar nicht das, was ich hoffe. Ist das das dann, oder wie? Our borders have been violated. Es gibt viel zu tun. Und denn jetzt Skittering schon? Spiders! Watch out! Skittering Spiders! Die Bogenschützen, hä? Huh? Yep. Kann ich denen... Wir müssen die Wälder schützen. Für euch ne- ja, ja, ist ja gut. Warte kurz. Ich muss kurz upgraden. Ich will gute Einheiten haben. Diesmal bin ich auf gute und wenige... Die kriegen es einfach nicht hin. Die kriegen es nicht geschissen. Oh, den Turm habe ich noch nicht mal geupgradet gehabt. Upsi. Vielleicht versuche ich erstmal Rohan hier drüben auszuschalten. Wäre vielleicht auch eine Idee. Zum Turm, schnell! Zum Turm, schnell! Haltet nach dem Feind Ausschau! Das eine wurde, Nest wurde vernichtet, okay. We've improved the storehouse. Perfekt. Wie der, das Storehouse wurde schon wieder improved. Nein. Die Mauern schützen uns. So, okay. Dann, Storehouse. The enemy has arrived. Ich hätte gern das und das. Wo haben sie, wo sind sie jetzt schon wieder arrived? Oh, sind sie gerade da drüben am Maschinen oder was? Das sieht irgendwas. Hängt's auch. Jo, die kämpfen jetzt schon wieder. Wie viel kostet ein End? 700, das geht eigentlich. Baumaterial. Das geht vom Preis hier ganz gut. Ich hätte dann noch gerne eine Reiterdivision, aber da würde ich warten, bis ich den ersten End habe und hier den Beschuss starten könnte. 700. End. Enti, enti. Wir haben noch viel zu tun. Damit increase ich nochmal mein Limit um 10, bedeutet von denen stelle ich auch noch ein paar auf. Bin schon unterwegs. Take up arms! The enemy attacks! The heavy Galadrim armor is prepared. Ja, ihr werdet keine Chance gegen uns haben, Leute. Jetzt merken sie, es bringt sich nichts. Lauft! Lauft! Die sind zu stark! Die kommen hier nicht durch. The enemy is here. Wo sind sie jetzt? Ah, da oben sind wieder welche. Kann ich mir schon Zeit lassen? Ja, zwei Ends. Ah, lecker. Hier haben wir dann auch... Was? Von was denn? Von ein paar Örkchen oder was? Also die haben hier nicht bei uns wirklich eine Chance, denke ich. Zieht eure Waffen, Elben! Wir tun jetzt mal Division für Division upgraden, volle Wäsche. Vielleicht ein bisschen vorteilhafter. Bereit? Ich glaube nicht, dass wenige Einheiten stark ausgebildet besser sind, als wenn wir viele billig Einheiten haben. Und ich glaube, der Satz war schon sinnlos so, weil das jeder weiß. Aber es gibt ja auch diese, sozusagen, Billigmassenrollen, wo du einfach viele Einheiten auf wenig, was du mit Mordor meistens oder mit Orks relativ gut machen kannst, billige Einheiten massenweise hauen. Wir müssen die Wälder schützen. Und ich finde das halt teilweise echt sinnlos. Deswegen versuchen wir jetzt mal hier gute Einheiten herzustellen und mit denen ein bisschen pushen. Ah, der erste Ente ist schon noch gebrochen. Ja. Perfekt. Bleibt wachsam. Ach, ich, stimmt euch, habe ich auch noch nicht geupgradet. Oh. Haltet nach dem Feind. Aber ihr kriegt jetzt erstmal hier Schutzrüstung. Ihr rückt mal nach hier drüben und macht gleich einen Beschuss. Wo sollen wir bauen? Macht euch bereit, Elben. So. Haltet nach dem Feind Ausschau. Da der ersten Bogenschützentrupp fängt nicht schon an zu ballern. Was wollen sie denn gegen unsere Verteidigung machen? Zieht eure Waffen, Elben. Normalerweise hätte ich jetzt schon 3000 Türme gebaut, aber ich brauch's halt nicht, ne? Macht euch bereit, Elben. Haltet nach dem Feind Ausschau. Das ist ein Purchase. Perfekt. Feuer. Kommen wir so weit schießen? Ja. Was? Wo? Wie? Hä? The enemy is here.
So, das Gebäude ist gleich mal hinnig. Und dann Marschwander. Das war das also True Military Unit über Lorien. 640 kostet die. Boah. Sind die The Warriors are tasked with safeguarding the refilled hill of the Amorod. Take up arms! The enemy attacks! Vorzahl von diesen Divisionen. Oh, jetzt kommen die wieder von zwei Seiten. Jetzt kommt Gondor von zwei Seiten, okay. Auch interessant. Heute endet ihre dunkle Herrschaft. We've defeated the enemy. Hä? Was war das für eine komische Antwort? Hä? Wer ist jetzt gestorben? Misty Mountains wurde gekillt. Au! Oh. Nein! Ihr macht unseren Turm kaputt! Stopp! Hört damit auf! Ich versuche mal, ich weiß nicht, bringt sich. Wir ziehen an eurer Seite in diesen Krieg. Elbenkrieger! Oh, das sind nochmal solche Einheiten, okay. Aber die, zieht nee, die können eure Schwerter, Elben! Cool. Habe ich euch irgendwo hingesendet oder was habt ihr jetzt vor? Achso, da sind Orks reingekommen! Hört auf! Ihr macht unsere ganze Arbeit zu. Seid bereit, Elben! So ein paar Einheiten noch ausbilden. Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. Wir sind hier, um Mittelerde zu schützen. Schwerter ziehen! Seid bereit, Elben! Was ist eigentlich, wenn ich die Einheiten jetzt zum Beispiel kombinieren würde? Das probieren wir jetzt mal. Wir lassen erstmal einen upgraden, weil dann ist die, wird die Upgrades übernommen. Ist die Einheit ausgedünnt worden oder warum schaut der Turm viel voller aus wie der hier? Trespassers? Elbenkrieger! Tsching! Oh, voll viel, yeah! Was? Ich hab Gollum gehört. Our shields will guard the golden wood. The enemy has the ring. No! Uncool! Ich wusste doch, dass ich Gollum gehört habe. Oh, fuck, Mordor auch noch. Wir werden Sauron sehen, aber wahrscheinlich auf der feindlichen Seite. Uncoole Sache. Bleibt wachsam! The enemy is here. Wir müssen die Wälder schützen. Nice, große Division. Macht keinen Lärm. Hä, wie hab ich jetzt auf 89 bekommen? Bringt es? The enemy has the ring. Ich versuche mal die ganzen Dinger ein bisschen abzugraden. Vielleicht bringt es sich ja was am Ende. They are attacking. Elbenkrieger. They are attacking. Eure Schwerter. Sie müssen fallen. Raise shields. Point your spears and prepare for war. Keine Spuren. Ja, wir hätten schon geglaubt. Ey, cool, das bringt sich. Das Upgraden bringt sich sogar was. Ich krieg mehr Punkte. Coole Sache. Der wird jetzt auf Stufe 3 geupgradet, oder wie? Stufe 3 Upgrade kostet 600. Was ist denn das eigentlich für ein Upgrade? Blessed Water. Nearby Units are healed. Oh. Zieht eure Waffen, Elben! Our borders have been violated! Wo denn schon wieder? Wir machen jetzt einen Angriffsmove. Sentinels! Sentinels! We know this land. We know this land. Ich glaube, wir haben uns relativ gut mittlerweile postiert, sind gut aufgestellt. Was das Ganze einfacher macht. So. Wir müssen unsere Heimat verteidigen. Ich glaube, es ist nochmal schlau, wenn wir so welche Bogenschützen aufstellen und dann an diesen Plätzen nochmal jeweils einen Turm aufstellen. Oder zwei davon kommen nochmal hin. Aber Leute, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich habe euch gefallen, wenn ja, lasst unbedingt diesen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann.
Ciao.